Wenn Sie möchten, hier wäre noch Platz. Oh. Sehr freundlich. Staudinger, mein Name. Sehr erfreut. Hebrecht. Sie reisen gemeinsam? Ja. Und? Nein. Also nicht, wie Sie denken. Normalerweise wandeln wir während der heißen Phase des Wettbewerbs auf getrennten Faden. Normalerweise. Wettbewerb? Ja, Fotowettbewerb in Afrika. Unser Club hat wieder einen Preis für das beste Tierfoto des Jahres ausgeschrieben. Ja, unsere Frauen haben uns für verrückt erklärt. Die haben gesagt, das überlebt unsere Freundschaft nie. Ja, dann darf man ja gespannt sein. Ich fotografiere übrigens modern, digital. Aber ich fotografiere auf Film. Also klassisch. So, wie Sie es gehört. Ja, das klingt ja alles wahnsinnig aufregend. Nach was? Unsere Freundschaft hat schon ganz andere Herausforderungen gemeistert, nicht Justin? Aber hallo. Ich nehme wieder Apfeltorte mit Sahne, du nicht. Für mich nur Felix, Keks. Mein bester Freund. Er war mein Trauzeuge. Ich bin der Patenonkel seines ältesten Sohnes. Aber einmal im Jahr gibt es keine Freunde mehr, gibt es nur noch Konkurrenz. Ja, Sie denken vielleicht, es geht dabei um Geld, aber weit gefehlt. Es geht ganz allein um die Ehre. Die Ehre, das Foto des Jahres geschossen zu haben. Aber ja. Ach komm, Sie setzen Sie sich doch zu mir. Das ist ja mal eine nette Überraschung. Sie kommen uns als Experte wie gerufen. Experte? Für was genau? Tansania. Mein Freund Felix hier und ich sprachen gerade vorhin von den enormen Summen, die Elfenbein auf dem chinesischen Markt erzielt. Es ist ein Trauerspiel. Da müssen Jahr für Jahr 40.000 Elefanten versterben. Ja, von den armen Nashörnern oder ganz zu schweigen. Wir überlegen, ob wir die Nashornpreise eher bei 40 oder 50 ansiedeln sollten. Ein Kilo. Zu meiner Zeit in Tansania gab es noch keinen chinesischen Markt für sowas. Aber 40 oder 50 pro Kilo erscheint mir doch sehr wenig.